Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Erstmal danke für die Hinweise per E-Mail im Game von Aatrox, von dir. Setup werde ich beherzigen, das werde ich mir in Ruhe anschauen. Und ja, der Vorschlag, sich Planeten in der Nähe von Jita zu suchen, ist gar nicht so verkehrt. Da würde ich aber auch in Ruhe nochmal schauen. Und was die Skillung angeht, ich bin schon relativ weit in der Skillung von diesem Industrie. Nicht da sogar Stufe 5. So, bei den Transportschiffen bin ich 5 und bei den Industrie-Schiffen auch. Also das habe ich auch immer so beibehalten. Ich gucke mal kurz. Or weiß ich jetzt doch. Ja, da waren wir auch so weit, genau. Das ist ja diese Geschichte noch, die mir fehlt, aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Wichtig ist dann in dem Fall an Industrial, hattest du ja gesagt. Und ja, wie gesagt, da bin ich eigentlich recht gut. Da bin ich recht weit. Also diese Geschichte mit dir, dieses Setup, das werde ich mir auch in Ruhe anschauen. Ich bin jetzt hier direkt für die Aufnahme auch online gegangen. Ich muss mir diese Woche dann oder die kommende Woche mal Zeit nehmen und anstatt zum Beispiel Atlas werde ich dann mich hier mal eine Stunde oder zwei Stunden aufhalten und Atlas nur Präsenz zeigen, damit das nicht alles verfällt. Ne? Das ist, denke ich mal, kein Problem. Und die laufen wieder noch. Das dauert ja noch einen Moment. Ich hatte das ja letztes Mal auf 7 Tage umgestellt. Und wir können ja mal bei einem reinschauen, wie viel hat er denn noch. Eine Stunde noch. Eine Stunde. Du hattest noch irgendwas geschrieben. Du meinst mit P2-Materialien sicherlich zum Beispiel so Geschichten wie, wir gucken mal in eine der Fabriken rein. Achso, das ist ja jetzt eine Basic Industry. Hier so Robotik-Geschichten, Supercomputer und sowas. Das meinst du wahrscheinlich mit P2-Materialien. Die schon hier weiterverarbeitet sind. Wenn man zum Beispiel auf einem Lavaplaneten, nehmen wir den mal als Beispiel, wenn man auf einem Lavaplaneten zum Beispiel installiert Fabriken, die Extraktoren und die Fabriken um, wie heißt das Zeug denn? Warte mal. Also Supercomputer habe ich immer hergestellt zum Verkloppen. Ich gucke mal kurz, was man dafür braucht. Blaupausen. So, Info. Industrie. Nee, das war das aber nicht. Hier, dieses hier, genau das ist das. Diese Kette hatte ich zum Beispiel. Quarter-Cool-CPU, Coolant und Consumer Electronics. Und daraus habe ich dann die Supercomputers gebaut und habe die dann verkloppt.
Wetware Mainframe, dafür sind die. Good. Aha, dafür braucht man die. Biotech Research Reports. Mainframe. Was ist denn so ein Mainframe wert? Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wow, 2 Millionen ist so ein Ding wert, oder was? Aber da muss man dann wahrscheinlich auch wieder irgendwie eine Fabrik T3 haben oder sowas. Wie gesagt, ich bin immer bis zum Punkt Supercomputer gegangen. Und ich hatte dann noch was anderes. Robotic Parts oder so hieß das. Können wir mal beim Markt gucken. Robotic. Robotic. Nee, das waren Mechanical Parts. Die brauchte man für Robotik-Dinger irgendwie. Robotics. Genau. Das waren die Mechanical Parts und Consumer Electronics. Genau, die brauchte ich auch für diese Robotics. Die habe ich auch hergestellt und verkauft. Das habe ich auch in Jita gemacht oder in Ocelot. Das wäre mal zu überlegen, ob man das dann wieder aufnimmt. Das ist schon richtig. Werde ich mir mal überlegen, weil dann das lohnt sich wirklich. Allein schon, was man dann vom Lager her hier verkloppen kann. Also der Ertrag, den man aus dem Lager rauszieht, dann was, wenn das voll ist, ist einfach höher auch. Ich transportiere das mal hier. Obwohl, nee, wir warten mal, bis er fertig ist hier. Ich mache das mal wieder zu. Ja. Jetzt werde ich aber erstmal wieder zurückdüsen. Nach Araron. In der Hoffnung, dass ich heile ankomme. Verkauft habe ich alles. Also das sind sehr gute Tipps gewesen. Es geht so langsam wieder in die Richtung, wo ich eigentlich mal war, muss ich ehrlich zugeben. Da komme ich wohl im Moment doch noch am besten zurecht. Und dann haben wir auch wieder die Knete, um unseren Damarweg mal auszustatten. So, da hüpfen wir jetzt erstmal hin. Und dann können wir damit auch mal Experimente machen. Ja, aber ich werde euch diese lange Sprungreise ersparen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann in Araron bin. Und ja, dann geht's voran. Bis gleich. Angekommen. Ich bin wieder in Araron und die gute Amanda ist auch bei mir. Und ich muss mal kurz gucken. Das ist natürlich nicht der Fall, aber das macht nichts. Ich habe jetzt mal umgebaut und die Strip meiner 1 angelegt und werde jetzt einfach noch mal ein bisschen in dem Gürtel rumwürsteln. Und aus. Ein bisschen Geld abholen, hätte ich beinahe gesagt. Isk, schürfen. So. Welchen nehmen wir denn heute mal? Heute fangen wir mal von hinten an. Nehmen wir mal den Araron 8 Asteroidengürtel 1. So. Gucken, was da so los ist. Serpentis. Ja. Mal schauen. Drohnen haben wir auch dabei. Ich baue jetzt alles ab, was ich kriegen kann. Also fange vorne am Gürtel an und arbeite mich einmal durch. So. Der Gürtel fängt da an. Da düsen wir hin. So. Drohnen starten wir auch gleich mal die Kampfdrohnen. So, dann kann Amanda auch abdocken.
Ich baue jetzt einfach alles ab. Die machen das schon. Ich werde die Wracks auch diesmal nicht plündern, da habe ich jetzt keine Lust zu. So, Amanda, die kann aufschließen. So. So, die geben wir mal auf. Die kann sich irgendjemand, wenn er will, kann er die plündern. So. Jetzt geht's los. Bergbau. Unsere Drohnen packen wir wieder zurück. So, jetzt ich erstmal das Schiff an. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich alles wieder in die Übersicht nehme. Skordite. Feldspar. Plagioclays. All das gute Zeug. Concentrate, das ist ja drin jetzt. Ach schau, uns wird nichts entgehen. Ich mach mal nach Entfernung. So. So, das ist jetzt 2, 4, 6. Ich glaube, 6 konnten wir, ne? Ja. Ja, und dann legen wir mal los. Das werde ich jetzt mal schauen, wie lange ich das heute mache. Bin mit meinen Aufnahmen soweit allen durch, glaube ich. Bin ich, weiß ich gar nicht. Hab am Freitag schon ein bisschen vorgearbeitet, hab noch ein paar Let's Looks gemacht und mal schauen, wie es wird. Männer schleicht sich gerade an. Da. Da ist sie. So. Ja, wir nehmen jetzt alles, was wir kriegen können. Und dann kommt auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, ich werde wirklich nächste Woche mal versuchen zu verlagern, dass mal Eve wirklich an die Reihe kommt jeden Tag. Planet Management habe ich soweit schon überschaut. Das dauert noch einen Moment, bis das endlich, bis die diese Extraktoren da abgelaufen sind. Die haben noch eine Stunde immer noch, also immer noch eine Stunde, bis die dann soweit durch sind. Ist sogar noch was vom letzten Mal drin. Moment, das können wir gleich mal abwerfen. Und
ist er das? Nee. Hier ist nichts los. Großartig. Ich lasse das Fenster mal auf. Mal schauen, vielleicht arbeite ich auch mit jedem Laser einzeln an einem Asteroiden. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Ich hoffe, wir kriegen ordentlich was zusammen. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich möglich, außerhalb der Planet Base Umgebung oder Planet Management Umgebung auch Fabriken zu nutzen, um irgendwelche Gegenstände aus Planet Management Ressourcen zu erstellen? Zum Beispiel Supercomputer, dass ich die aber auf einer Station bauen kann oder so? Das wäre... Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen, also... Meine ich mir aus dem Grund auch. Die habt ihr gesehen, der lief eben noch. So. Das passiert so nicht mehr. Ich teile das jetzt mal auf. Scout. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache das jetzt erstmal und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich mache das jetzt wirklich mal eine Stunde. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich zeige euch das dann mal. Mit einem... Ne, das ist ja der Asteroidengürtel. Und da arbeite ich mich jetzt einfach durch. Und mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht mal ja auch... Mal schauen. Ja, 2 Stunden können wir ruhig mal machen. Dann werde ich jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Nur mal so zwischendurch. Ab und zu kommen diese Dinger mal hier an. Eingreifen werde ich sie natürlich nicht. Aber sie sehen schon sehr komisch aus. Werden jetzt wahrscheinlich wieder alles Mögliche scannen. Sehr seltsame Viecher. Genau du. So, nur mal zwischendurch. Ups, Hilfe. Ja, mache ich sofort. Also nächste. Zack. Nein. Ich bin hier mittendrin im Asteroidenwahnsinn immer noch. Habe jetzt mal alle meine Leute eingeladen und ich muss zu meiner Schande gestehen und 1000-mal auf Knie rutschend mich entschuldigen. Bei Arcane, bei dir, denn ich habe eben gerade erst deine E-Mail gelesen, die war vom 3.12. Es tut mir außerordentlich leid, aber ich habe ja in letzter Zeit immer sehr viel mit dem Hoche gespielt, weil der halt mehr, der war entwickelter. Aber was ich sagen wollte, ich habe hier gerade das noch entdeckt. Kannte ich bisher gar nicht. Wenn man da drauf klickt und man hat diese alle, dann fügt ihr die alle automatisch in die Warteschlange. Ihr hört mal zu. So. Also er hat es versucht, hat er natürlich nicht alle machen können, weil die nicht alle gekauft sind. Brauchen 451 Millionen. Ja, das ist ja bescheidene Summe.
Nochmal zurückzukommen auf dich, Arkane. Also soweit ich weiß, kann man den Rorqual das wurde mir erzählt, kann man den nicht im Highsec fliegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch nur für die ganz großen Schiffe gilt. Ich mache mich da schlau und werde das herausfinden und das sage ich dir dann im Laufe der nächsten Folge wahrscheinlich. In dieser Folge werde ich das nicht rauskriegen. Ich versuche es einfach mal, aber ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt all meine Monitore sind mit Monitor 1, Monitor 2 ist Amanda und auf Monitor 3 habe ich die restlichen drei Leute. Unseren hier Diego, dann habe ich noch unsere Dinona Hermann Alvarez natürlich. Komischerweise haben die alle nur noch Nereus, aber das war ja ziemlich zerstörungslastig. Ja, und unser Edson Gitera natürlich auch. Den Diego, den werde ich gleich mal ins Acheron-System schicken. Der kann gleich helfen. Abbauen. Der hat zwar nur einen Prokura, aber besser als gar nichts. Ich muss noch mal gucken, hat der auch Drohnen an Bord? Hat er. Sehr fein. Dann werde ich doch gleich mal Folgendes machen. Diego. Zur Flotte einladen. Staffelmitglied. So. Okay. So, da ist er schon mal drin. Das machen wir erstmal klein. Und Araron 2R. Aaron. Da, Kurs setzen. So. Okay. Halt. Ja. So, Diego düst gleich mal zur Hilfe. Das haben wir. Das mache ich jetzt so nebenbei immer mal wieder. Ich habe ja alle drei Monitore an und werde dann einfach nur zwischenzwitschen. Das ist das Schöne. Ich habe das Vollbild als Vollbildfenster und habe halt die. Man kann in EVE Online, wer so durchgeknallt ist wie ich und mit mehreren Monitoren spielt, man kann hier auswählen, welchen Monitor man haben möchte. Und Hoche ist jetzt auf der 1 und so weiter und so weiter. Und das ist sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. So, du düst jetzt aber erstmal dahin. Warum machst du das denn da oben? Unten. So. So. Zurück zu 1. So, ich gucke mal kurz, ob meine Aufnahme überhaupt noch läuft, die ich jetzt gestartet habe. Ja, das passt alles perfekt. Ich bin zufrieden mit meinem Computer. So, Diego, da ist er. Ja, ich muss hier langsam mal wieder den Container wechseln, denn der ist nämlich gleich voll. Ja. Dann werden wir das mal machen. Also ich muss ehrlich zugeben, das macht mir Spaß. Also dieses Prozedere. Erze schürfen im Asteroiden. Das ist schon sehr fein. So. Die Salvaging-Drohne werde ich aber trotzdem mal wieder reinholen, die brauchen wir nicht mehr. So, die Uhr muss weiter. Alles im Blick haben, alles immer schön aufpassen und sich nicht abschießen lassen. Das ist das Wichtigste. Ja, nochmal zu Arkane. Ich mache mir mal mein Fenster hier auf und gebe einfach mal ein
Rockhall Highsec Mining. Dum-di-dum-di-dum. Also hier steht klipp und klar auch im Internet nochmal, dass man diese Capital-Schiffe, so das ist ja wohl die Bezeichnung dafür auch, nicht im Highsec nutzen kann. Das liegt daran wegen dem Jump Drive auch irgendwie oder was die da erzählt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht leider nicht. Da ist, also wenn man ein großes Schiff nutzen möchte im Highsec, dann den Orca, haben sie empfohlen. Oder halt für Transport die großen Frachter. Zum Beispiel hier, wie heißt der? Der, den ich jetzt hier habe zum Beispiel, so den. Immer schön am Laufen halten. Immer ordentlich Asteroiden in Reserve haben. Ich mache das mal wieder aus hier. Die Amanda zum Beispiel, die fliegt ja oder hat den, das Transportschiff. Zum Beispiel den Obelisk oder bei den Kaldari, da hat sie gelernt sogar den Charon, weil der noch etwas mehr Platz hat als der Obelisk von den Galente. Den hat sie gelernt zum Beispiel. So, ich muss hier immer mal wieder gucken, nicht dass ich hier vergesse weiter zu springen. Und ja, also es wäre natürlich verlockend gewesen, so eine Rohrkeil zu nutzen hier, weil man damit ja diese Erze komprimieren kann. Man hat dann noch mehr Platz, den man nutzen kann mit diesen komprimierten Erzen, wenn man losdüst und nach Jita oder was weiß ich, wenn man überhaupt nur nach Jita fliegen möchte mit diesem ganzen Kram, weil da hätte ich doch Schiss, dass mich dann doch jemand abschießt, glaube ich. So, was macht denn unser Container? Der ist weg, den hatten wir ja aufgelöst. Also lassen wir das. Ja, so. Machen wir einen neuen auf. Ziehen uns den gleich hier in die Leiste. Gucken immer mal, ob jemand anders hier rumdüst, der uns vielleicht gefährlich werden könnte, aber soweit nicht. Hoche ist auch gleich da, dauert nicht mehr so lange. Was macht Amanda? Amanda wartet ganz brav. Na, die ist aber auch gleich voll. Die kann das erste Mal gleich losdüsen und ihre Fracht ablassen. Ich mache das mal ein bisschen breiter hier. So. Flotte haben wir hier auch. Ich habe jetzt die anderen beiden nicht in die Flotte mit aufgenommen, weil da werde ich nur ein bisschen Skills einstellen. Ich habe die wirklich vernachlässigt, muss ich sagen. Aber ich gehe nochmal auf die 1. Ich will nochmal was gucken hier. Hier war das nicht. Doch, da war das, glaube ich. Ja, doch, da war das. Ich gucke mal gerade wegen den Skills. Was ich da entdeckt hatte bei dem Diego, dass man die alle auf einmal in die Warteschlange nehmen kann, finde ich eine sehr hilfreiche Sache, muss ich ehrlich sagen. Also heute ist irgendwie der Tag der Erkenntnis. Bei Ostriff habe ich schon was entdeckt, wo ich total begeistert von war. Und hier jetzt diese Geschichte mit den Skills, auch schön. So, 3 Jumps noch, dann ist der... Dann ist Diego auch am Start. Was hat der eigentlich für... Ah ja, gut. Der hat die Mining Stripper, die Strip Miner 1. Der kann also auch alles abbauen. Ja, es ist dann halt nicht möglich mit dem Rohrkahl halt. Schade eigentlich, aber andererseits macht es ja auch, es leuchtet ja auch ein.
so Riesenschiffe. Es muss ja irgendwo auch mal so eine Grenze sein. Sonst könnte man ja hier überall mit rumfliegen. Ich denke mal, sonst dann wären hier auch ziemlich viele Asteroidengürtel einfach leer gelutscht, weil die Leute mit ihren Riesenschiffen da rumdüsen könnten. So, nächster Sprung. Zack. Ich muss immer mal wieder auf die Uhrzeit gucken. Ach, wir haben noch genug Zeit. Werde ich nämlich bei ihm hier das Felsbar rausnehmen bei Roche und werde dann das Felsbar dem Diego überlassen. Ne, so ein bisschen aufteilen und die Amanda, die flitzt dann halt hin und her und mal schauen, vielleicht habe ich auch mal eine Minute Zeit länger oder eine Stunde länger Zeit, dann werde ich mal den Orca bemühen. Und dann machen wir mal richtig Stoff hier und geben mal ein bisschen Gas. Dann werde ich vielleicht von den ersten Geldern, die ich jetzt dann einnehme, den anderen Leuten noch einen Procura kaufen. Das billigste, was es gibt halt. Und dann haben wir wirklich wieder eine Flotte, die abbaufähig ist. Weil mit Abbauen geht es wirklich eigentlich am schnellsten, ISK sich so ein Polster aufzubauen. Planet Management ist ein kleines Nebenverdienst. Aber dieses hier, da kann man wirklich eine Menge mitmachen. Also, das werde ich auch wieder so handhaben. Und du hattest ja auch gefragt, Arcane, wie es aussieht mit High-Sec, Low-Sec. Ich finde Low-Sec und Null-Sec und sowas finde ich sehr spannend. Aber ich musste wirklich feststellen, dass ich wohl doch noch nicht so in der Lage bin, mich da wirklich zurechtzufinden. So, jetzt sind wir da. Jetzt muss ich mal die Flotte wieder. Da ist sie. Jetzt springen wir mal zu Roche. So. Bergbau. Das machen wir dann gleich. So, ich nehme hier das Felsbar mal raus. Den nehmen wir mal weg. Das Felsbar nehmen wir raus. So, das geben wir jetzt dem Diego und der baut dann ab mit seinem Stripminer die Felsbar-Geschichten. So, Bergbau. Omba geht raus. Omba raus. Felsbar hat er gar nicht drin gehabt. Das hatte ich wohl schon mal irgendwie eingestellt. So, jetzt hat er Felsbar drin. Jetzt gehen wir auf Entfernen. Ich gehe mal auf die 3, damit er auch sieht, was ich mache. So, ich gehe auf Entfernung. Jetzt hat er hier nur noch Felsbar auf dem Schirm und dieses hier braucht er gar nicht. Das können wir rausnehmen. So. Ich glaube, er kann nur 5. 1, 2, 3, genau. So, den steuern wir mal an, den ersten. Da in die Richtung. Und dann kann er nämlich auch loslegen. So. Da sind wir doch schon mal wieder ein bisschen näher dran an unserer Million, den 9. Oder Milliarde. Setzen wir uns mal große Ziele. So, den. Können wir auch schon mal wieder ein bisschen ranrücken.
Das nehmen wir nochmal auf. 50 haben wir jetzt. Männer folgt auf dem Fuß. Die habe ich eingestellt auf 500 Meter war das, glaube ich, folgen. Vielleicht stelle ich das nochmal oben auf 1000. Aber naja, mal gucken. So. So, drei sind jetzt hier Mastroidengürtel, zwei sind jetzt auf, sitzen auf der Bank und werden von mir jetzt erstmal ein bisschen eingestellt, vor allen Dingen die Nona und der Edson Gitera. So, wie sieht es denn da überhaupt aus? Die sind ja sowieso auf Mining geskillt auch. Das werden wir dann noch weitermachen. Wie sieht es bei dem Edson aus? Stufe 2, Meister 2 bei Ausgrabungsschiffen, kann auch schon die Exhuma benutzen. Gut. Nö, hier der da, so sieht es bei Edson aus, die Terra und unsere gute Nona, die ist schon ein bisschen weiter. Die hatte ich eigentlich auch für Transport gedacht. Deswegen ist die hier ziemlich weit. Ups. Die ist nur nicht so weit gekommen bis hierhin. So. Mach das mal wieder dicht. So, ich gucke noch mal kurz, nicht dass das zu lang wird. Mache ich jetzt noch mal einen Cut und dann sehen wir uns zum Schluss noch mal wieder, wenn ich soweit durch bin. Ich mache jetzt mal 2 Stunden wirklich durch heute und dann bin ich gleich wieder da. Ja, ich arbeite mich hier immer noch durch den Gürtel durch. Es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Alles werde ich nicht mehr schaffen. Deswegen werde ich jetzt, ich mache jetzt noch so viel, wie ich kann, bis wirklich meine Aufnahmezeit, der Rahmen, den ich mir immer stecke sonntags, bis der aufgebraucht ist. Und dann düse ich hier auch weg. Ich habe aber trotzdem ordentlich was geschafft. Also wenn man mal so schaut, ja, so ein, ich würde mal sagen, 2 Drittel des Gürtels habe ich geschafft. Geht eigentlich ganz flott voran. Und ja, ne, Diego, der ist halt hier weiter vorne schon zugange mit den ganzen Feldspar und Scordite. Also es war ganz gut, dass ich das aufgeteilt habe. Hat auch gut funktioniert, fand ich. Die gute Amanda ist hier ordentlich auf Trab. Die hat schon wieder einen Laderaum voll gleich. Also wenn man einmal so im Flow ist, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dann klappt das wirklich gut. Ja, die bröckeln auseinander wie nichts, diese Asteroiden. Einer nach dem anderen wird aufgenommen. So. Ja, das geht am laufenden Band. Also es ist echt so. Ich habe jetzt auch nicht immer gleich ausgeworfen und die Container erzeugt und dann da reingefüllt, sondern ich warte auch immer erstmal, bis das hier so voll ist und dann lade ich dann den Rest rein. Also es funktioniert wirklich ganz gut, muss ich sagen. Heute flutscht es. Mal schauen, wie viel ich jetzt noch schaffe. Bei mir ist es jetzt 5:45. Also ich habe wirklich, ich habe lange gemacht.
Reste? Mein Gott, geht ja echt am laufenden Band jetzt. Sind aber vielleicht auch nur noch so Reste. So kleinere jetzt, wo nicht mehr so viel drin ist. So, ich werde jetzt mal eins machen. Das abwerfen. Ja. Dann kann die gute Amanda nämlich nochmal zur Station düsen. Die ist nämlich schon wieder voll. So. Ja, es ist gar nicht mehr so viel über, ehrlich gesagt. Wenn man das mal so bei Diego vergleicht, mit Diego vergleicht, was er jetzt noch hier so hat, und dann bei Jorge, was er noch auf dem Schirm hat, ist auch nicht mehr viel. Und bei Amanda, sie hat jetzt halt immer das gelagert in ihrer in der Station. Das übergebe ich dann später an Jorge. Das sind dann zwar 10.000 Flöten, aber das macht nichts. Das nehme ich gerne in Kauf. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal raus und mit dem Orca und dann nochmal Ladungstausch zu machen oder sowas. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. So schicke ich das nachher per Vertrag an Jorge, weil der am besten aufbereiten kann auch. Und ihr seht ja, hier ist schon, hier ist echt einiges zusammengekommen. Was haben wir denn an Wert heute jetzt? 26 Millionen, das sind 2 Stunden. Wenn ich dann mit einem 5 machen würde oder auch noch hier einen Hulk oder sowas, da wäre das natürlich noch viel, viel besser. Aber die, den müssen wir uns erst verdienen. Mal schauen, vielleicht arbeitet ihr auch darauf hin. Ja, den Schrott, den... Da, wo es passt, da habe ich eingesammelt. Ansonsten düse ich jetzt noch einmal raus. Er ist hier auch schon wieder voll. Und dann ist gleich Schluss. Mit der Aufnahme zumindest. Also ich werde noch ein bisschen weiter schürfen, aber mit der Aufnahme ist jetzt vorbei. Denn die wird sonst zu lang. Und dann würde ich mal sagen, ich gehe mal auf die 1. Und bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es ist hier richtig krach. Es ist, als ob man echt in der Fabrik steht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit und tschüss.